pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video nehme ich dich dabei mit, wie ich meine Hamsterausstattung umsortiere. Ich habe schon zwei Videos zu meiner Hamsterausstattung gedreht. Eines zur Grundausstattung vor, ich glaube, anderthalb Jahren und ein aktualisiertes. Jetzt gehe ich einige der Zubehörsachen einmal durch und werde ein bisschen aus- und umsortieren. Das habt ihr euch unter anderem bei Instagram als Videoinhalt gewünscht. Und zeige in diesem Video noch ein neues Produkt von Hugo, das Emil unter anderem exklusiv testen durfte. Hier siehst du auch schon das Paket von Hugo, das Emil exklusiv testen darf. Ich wünsche dir wie immer viel Spaß beim Zusehen und beginne direkt mit dem Sortieren meines Hamsterzubehörs. Diese gesammelten Werke habe ich gerade aus meinem Regal über der Waschmaschine gezogen. Ich werde das jetzt einmal durchsortieren und gucken, was davon noch unter Emils Nagarium kommt. Vielleicht kann ich auch schon Sachen aussortieren. Wir schauen mal. So, ich habe schon mal ein bisschen aussortiert. Wenn du wissen möchtest, was sich alles in diesem Schrank verborgen hat, dann schau doch gerne mal bei meinem Hamster-Ausstattungsvideo vorbei. Ich verlinke dir das einmal in der Infobox. Hier habe ich einmal Bastelsachen für den Hamster in einem Schuhkarton. Vielleicht finde ich da auch noch eine schönere Aufbewahrungsmöglichkeit für. Wir haben hier den Ponal Express Leim zum Kleben, die Dübel aus einem der letzten Videos. Hier noch ein paar große verpackte, ein paar, die ich schon bei einem DIY zusammengedübelt habe. Und ganz viele Eisstäbchen, mit denen man vielleicht auch mal was Schönes basteln kann. Hier sind noch offene Holzdübel vom letzten Mal und ein Schaber ist auch dabei. Das ist immer ganz praktisch, wenn man die überschüssigen Holzleimreste einmal abschaben möchte. Hier habe ich noch ein paar Servietten. Emils Ballonhäuschen ist ja mit diesen Sternen geschmückt worden und mit ein paar Reihen aus dieser Sternserviette. Hier ist, glaube ich, noch ein anderer Kleber, der war aber nicht hamstersicher. Den habe ich ganz am Anfang benutzt, als ich es noch nicht besser wusste. Der kommt auch mal in meine andere Bastelbox. Und hier sind noch Permutluftballons, die ich als Grundlage für das selbstgebaute Hamsterhäuschen benutzt habe. Dieses Tunnelsystem hat mein Freund ja mal für Emil zusammengeklebt oder geschnitten. Und ich wollte das immer mit Servietten bekleben, damit es noch mehr zu Emils Einrichtung passt. Aber leider hat er das nie benutzt. Es hat ihn komplett kalt gelassen. Es lag eine Weile lang in seinem Auslauf. Dann habe ich aber neulich noch diese Umverpackung aufbewahrt, weil ich dachte, dass man da vielleicht was draus machen könnte, was Emil mehr zusagt. Es ist auf jeden Fall ein schöner langer Tunnel und die Öffnung ist auch groß genug. Das heißt, das könnte ich eventuell noch mit Serviettentechnik bekleben und in den Auslauf integrieren. Ich habe aber auch hier noch eine, wie nenne ich das? Eine längliche Aufbewahrungsdose, aus der ich Emil auch super etwas basteln könnte. Vielleicht benutze ich die aber auch, um sein Beschäftigungsfutter, was sich hier in diesem Schuhkarton befindet, aufzubewahren, weil die Flachsähren da luftdicht verschlossen sind und somit hoffentlich länger haltbar als in diesen Plastiktüten, die ich dann immer mit einem Haargummi zusammen mache. Zu diesem Zweck hatte ich auch die Umverpackung des Hirse-Trios von Rudipet aufbewahrt. Schau mal, was ich jetzt hier umsortieren kann. Das Zubehör kennst du auch schon aus meinen Hauls oder aus den Ausstattungsvideos. Ich habe hier noch die Haselnusszweige vom Futterparadies. Hier ist, okay, eine Biene drin. Ich weiß gerade nicht mehr wieso. Ich glaube, die hatte ich mal für meinen Hund aufbewahrt, falls er die als Spielzeug haben will. Die kommt auch mal hier raus. Dann haben wir noch Bio-Sonnenblumenkerne. Die könnte ich auch mal in ein Gefäß für Emil umfüllen. Oh, mindestens haltbar bis 30.11.2018. Gut, ja, schade. Die kommen also weg. Hier ist noch mal sein Toilettenstreu für die Ecktoilette, das hätte ich eigentlich auch ganz gerne in einem Aufbewahrungsgläschen, sodass ich nicht immer diese Plastiktüte verwenden muss. Das hier, oh cool, das wusste ich gar nicht, das ist noch Sand und zwar der Dena Chinchilla Badesand, sehr gut. Den werde ich bei der nächsten Reinigung verwenden. Das hier ist aus Annalenas Tauschpaket aus dem letzten Video von DM
Und hier hatte ich noch eine Aufbewahrung für Erdnüsse, aber ich bin mir nicht sicher, ob die noch gut sind. Ich muss mir das mal anschauen, sonst kommen die leider auch weg oder in die Natur, damit die freilebenden Tiere die noch knacken können. Was du hier sonst noch siehst, ist einmal diese Umverpackung von einer Kaffee French Press Maschine. Da habe ich ein Geschenk vorbereitet, falls ich nochmal ein Tauschpaket mache oder ein Wichteln oder ähnliches. Ich verrate auch nicht, was drin ist. Es hat auf jeden Fall nichts mit Kaffee zu tun, sondern ist für den Hamster. Und hier ist noch der Brief aus dem letzten Video. Der soll in einen Schuhkarton, in dem ich Briefe von euch aufbewahre oder Zeichnungen. Den habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo der ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ich den finde und den Brief dann auch dazu lege. Wieder einen Schritt weiter beim Sortieren. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass mein nächstes Bastelprojekt diese Umverpackung wird, die ich mit den Servietten gestalte. Das mache ich aber wahrscheinlich erst im nächsten Video oder mal nebenbei. Vielleicht zeige ich es auf Instagram. Dann habe ich hier noch die tollen Löwenzahnwurzeln aus dem Tauschpaket, die ich jetzt erstmal hier in dieser Umverpackung aufbewahrt habe. Ich möchte das aber noch in ein Keramik- oder Glasbehältnis umfüllen. Fürs Beschäftigungsfutter habe ich mich jetzt für diese Rolle hier entschieden. Die werde ich nicht zum Basteln nehmen, genauso wie dieses Glas, in dem vorher die Erdnüsse waren. Das heißt, die Ähren und Zweige werden gleich umgefüllt. Und hier habe ich jetzt erstmal eine durchsichtige Box genommen für den Chinchilla-Sand, das Hygienestreu und die Ringelblumen- und Löwenzahnmischung, damit das einfach hier luftdicht verschlossen verpackt ist und ich immer auf einen Blick sehe, was drin ist. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. So, das könnte schon fast als herbstliches Dekoglas durchgehen. Ich beschrifte das Ganze jetzt nochmal. Ich guck mal, ob du das lesen kannst. Nein, es fokussiert nicht. Das Gute ist ja, dass bei den Futterparadies-Sachen immer steht, wann die Ware verpackt wurde und wie lange sie haltbar ist. Und das Ganze habe ich jetzt hier mal auf das Zettelchen übertragen und guck mal, dass ich den Stift nicht verschmiere. Wie du vielleicht weißt, befindet sich das Zubehör, das ich täglich für Emil benutze, unter seinem Nagarium. An diesem Abend hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr, es abzufilmen und weiter zu sortieren. Ich habe mir aber, wie du hier siehst, bei Action, wie ich finde, richtig schöne Aufbewahrungsbehältnisse für Emils Trockenfutter und Leckerchen geholt und freue mich schon sehr, das Ganze dort rein zu sortieren. Was an diesem Abend definitiv noch gemacht werden musste, ist Emils Hauptfutter, also sein Trockenfutter, in sein Trockenfutterglas umzufüllen. Das war nämlich komplett leer. Es ist jetzt schon ein Tag später. Ich möchte noch das Paket gemeinsam mit euch auspacken. Ich mache dafür hier einmal mein Ringlicht an. Ich habe gerade erst meinen Arbeitstag beendet. Deswegen sieht es hier noch ziemlich chaotisch aus. Bitte einmal ignorieren. Und wir schauen jetzt mal, was wir von Hugo als Probier-Knabber-Testbox bekommen haben. Oh mein Gott, das ist ja mega viel. Ich zeige dir gleich nochmal alles im Nahen. Wir haben hier verschiedene Knabber-Abenteuer. Ich glaube, das sind Überstreu. Das ist ja richtig cool. Ich glaube, ich weiß auch schon, welches ich als erstes ausprobieren möchte. Aber ich würde sagen, wir lassen das den lieben Emil erscheinen. Meine Güte, das ist cool. Das ist ja mega. Da komme ich ja, Emil, da kommen wir ja fast ein Jahr mit aus. Nein, ich kann nicht. Aber das ist schon sehr großzügig. Ja, ich möchte gerade nicht in Emils Haut stecken, weil ich mich bestimmt nicht entscheiden könnte. Andererseits muss er das ja auch gar nicht. Er kann ja alles haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Hugo, dass wir bei der Testaktion dabei sein dürfen. Ich freue mich super darüber. Und Emil wahrscheinlich noch ein kleines bisschen mehr. Ich hoffe, er wird gleich wach. Ich schaue mal gerade, ob ich euch noch Infos zu Inhaltsstoffen in die Infobox schreiben kann oder die Produkte vielleicht auch schon verlinken kann. Ich gehe davon aus, dass es die noch nicht offiziell zu kaufen gibt, sonst wäre es ja keine Testaktion. Ich werde euch das sonst einfach gleich nochmal in Ruhe abfilmen, jedes einzelne Paket schauen. Okay, das nenne ich mal ein XXL-Probierpaket. Wie cool ist das denn?
Wir haben hier verschiedene Knabberüberstreu. Mein Liebling ist sofort, für mich jetzt, ich weiß ja nicht, wie Emil das sieht, dieser hier, das ist das Relax-Knabberüberstreu mit Lavendel, Kuschelmoos, Kamille und etwas, das ich gerade nicht aussprechen kann, aber schon mal gelesen habe. Dann haben wir hier aber noch ganz viele andere verschiedene Sorten. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das wird der kleine Emil entscheiden müssen. Ich möchte jetzt natürlich auch nicht alles aufreißen, weil ich dachte jetzt, ich lege ihm vom allen etwas in den Auslauf und guck mal, zu welchem er sich zuerst hinbegibt. Aber dafür müsste ich jetzt alle Pakete aufmachen. Wie machen wir das denn? Ich glaube, ich mache das so. Ich lege dem Kleinen gleich alle 5 Packungen einmalig in den Auslauf, lege da Leckerchen drauf und das Leckerchen, was er zuerst wegnimmt, entscheidet, welchen Nagertraum wir zuerst probieren. Wir haben hier einmal das Relax-Überstreu. Da können wir richtig schön entspannen, wird hier angepriesen. Die bunte Wiese, da fühlen wir uns wie auf einer Sommerwiese. Wie süß. Das hier ist der Proteinmix. Für alle nicht veganen Nagers auch sehr süß. Da kann ich schon mal sagen, dass Emil wahrscheinlich nicht so viel Freude dran haben wird. Ich habe ja schon so ein Proteinüberstreu. Er mag halt einfach diese Würmchen nicht. Ich überlege, ob ich das vielleicht sogar in ein Tauschpaket packen soll. Aber dann kann ich es ja nicht bewerten, das Produkt. Ne? Wir gucken mal. Hier haben wir die frische Brise. Ach, das ist ja voll cool. Eine erfrischende Mischung mit Pfefferminz und Brennnesseln. Tief durchatmen, eine echt frische Brise. Oh mein Gott, ich liebe diese Werbung. Und hier haben wir noch einen Klassiker, ein echtes Nagererlebnis, weil es hier die Delikat Wald und Wiese ist. Wie sich das für einen ordentlichen Produkttest gehört, haben wir hier einen Auswertungsbogen, auf dem wir verschiedene Angaben machen können, um bei der Produktentwicklung zu unterstützen. Okay, es ist jetzt ein bisschen dunkler für dich zum Zuschauen, aber ich kann Emil schlecht das Ringlicht auf die Hirse knallen. Wir schauen doch jetzt mal, für welche Produktpackung, oh Gott, was soll ich denn jetzt alles hinlegen, der Gute sich entscheidet, vermutlich für die, an die er zuerst kommt, ne? Es bleibt spannend, wähle weise Emil. Dieses Paket werden wir zuerst öffnen und in deiner Buddelbox verteilen. Naja, noch hat er das Leckerchen darauf nicht gegessen, ne? Gerade liebäugelt er mit dem Relax-Überstreu. Jetzt hätte ich es geplant. Das ist ja das, was ich als erstes testen wollte. Man muss fairerweise sagen, es ist auch der direkteste Weg von seinem Häuschen hier einmal dahin. Also vielleicht habe ich ihn da doch ein bisschen beeinflusst. Es bleibt spannend. Nein, er geht doch. Wohin geht er? Zur frischen Brise. Die Entscheidung ist gefallen. Das ist dir schmecken, Schatz. Ich packe mal gerade die anderen Pakete hier wieder raus. Leg ihm aber die Möhrenchips hier hin. Super, Emil, du hast dich entschieden. Du bist der allerbeste Produkttester, den es gibt. Emil hat gerade seine Portion knapper Abenteuer frische Brise einmal hier in seiner Buddelbox verstreut bekommen. Wieso fokussiert er schon wieder nicht? Manchmal macht diese Kamera mich wahnsinnig. Und ich finde, es riecht super lecker, sehr pfefferminzlastig. Okay, Emil rennt erstmal weg. Ich mag den Geruch von frischer Pfefferminze total gerne. Was haben wir noch für Bestandteile? Ich lese gerade mal vor, während ich die Kamera weiter auf Emil halte. Löwenzahn, Brennnessel ist auch noch mit dabei. Es riecht sehr gut. Und Emil hat gerade irgendwie einen leichten Putzzwang. Stresst dich irgendwas, Emil? Na, ich glaube, er macht sich einfach nur fertig für die Nachtrunde. Und ich lasse mal die Kamera hier stehen und wir gucken mal, wie ihm der Nagertraum gefällt. Searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein sehr grauer Morgen ist das heute, typisches Novemberwetter.
Emil ist gestern Abend wieder in sein Agarium gekommen. Da hinten ist sein Wasser von der Heizungsluft ausgetrocknet, also nicht wundern. Ich lasse ihn nicht verdursten, er ist im Agarium. Ich wollte dir nur mal kurz zeigen, wie er sich über sein Überstreu hergemacht hat. Als ich gestern die Kamera im Auslauf platziert habe, ist natürlich die Speicherkarte voll gewesen und ich habe es nicht gemerkt, deswegen fehlen einige Szenen. Wir sehen, dass er das Abenteuer in der Bezeichnung Abenteuerüberstreu sehr ernst genommen hat. Er hat nämlich, wie sieht es hier eigentlich schon wieder aus, die ganzen Bestandteile einmal komplett im Auslauf verteilt. Schön, Emil, schön. Und es scheint ihn sehr zum Buddeln angeregt zu haben, was ich schon mal sehr gut finde. Sehr viel gegessen davon hat er jetzt nicht, aber er scheint gebuddelt zu haben. Sieht auf jeden Fall aus, als hätte er gestern noch eine schöne Sause hier veranstaltet. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich hatte ja die Kamera da stehen. Schade. Ansonsten hat er hier wieder auf seinen Laufteller gepüschert. Das war aber auch schon gestern Abend der Fall. Das muss ich sauber machen. Ihr habt mich neulich auch gefragt oder jemand von euch, wie ich das mache. Ich benutze tatsächlich lauwarmes Wasser mit ein bisschen Essig für solche punktuellen Verschmutzungen. Wenn man eine Komplettreinigung vornehmen muss, zum Beispiel jetzt von den Bestandteilen meines Wohnlabyrinths, was ich im letzten Video gezeigt habe, sollte man nach der Reinigung das Ganze auch noch im Backofen einmal trocknen lassen. Für meine jüngeren Zuschauer hier einmal kurz die Info, dass du das bitte niemals ohne Beaufsichtigung machen solltest. Also niemals, wenn du alleine zu Hause bist und am besten deine Eltern einmal fragst, ob sie dir mit dem Backofen helfen können. So, was du da hinten siehst, ist noch von meiner Ausstattung, die ich eigentlich über der Waschmaschine hatte. Das Einzige, was ich jetzt unterm Nagarium rausgezogen habe, ist das hier, Emils Hamstertaxi. Diese Aufbewahrung mit seinen Näpfen, der Schaufel zum Saubermachen, dem Sandbadsieb und dem Spieß für Frischfutter, vor dem er sich in einem Video mal richtig erschrocken hat, falls du dich erinnerst. Und hier diesen gesammelten Leckerchen. Ansonsten ist hier noch der Topfresh-Sand, zu dem ich dir gleich etwas sagen muss. Ich habe auch schon im letzten Video den Kommentar dazu angepinnt. Und das hatte ich auch von über der Waschmaschine. Hier noch die Löwenzahnwurzeln vom Geschenk, die ich ganz gerne in eine der neuen Aufbewahrungen tun würde. Ich glaube, die ist zu klein, aber diese hier würde sich doch gut anbieten. Die graue Box hiervon von Action habe ich gerade in der Küche im Einsatz, da mein Jodsalz, also die Verpackung, gerissen ist und es dafür herhalten musste. Ich glaube aber, dass ich mit diesen beiden Behältnissen zusätzlich mit dem, was ich ja letztes Jahr zu Weihnachten bekommen habe, was so super stapelbar ist, auskommen werde. Ich zeige dir kurz, was in dieser stapelbaren Aufbewahrungsdose drin ist. Die Beschriftung habe ich schon geändert. Ich muss mal schauen, wo ich die Kamera abstelle. Ja, passt schon. Also, zuerst haben wir hier, mal wieder nicht im Fokus, egal, die braunen Linsen. Die sind nur noch einen Monat haltbar. Also ich soll die auf jeden Fall noch innerhalb dieses Monats aufbrauchen. Ich denke mal, ich mache das vielleicht so, dass ich die wieder in Plätzchen, in Nagerplätzchen verarbeite. Das Video, was ich letztes Jahr dazu gemacht habe, setze ich dir auch gern einmal, mit einer Hand ist schwierig, in die Infobox. Dann habe ich hier die... Ach man, diese Kamera. Möhrenchips. Ich drehe das jetzt mal um, das macht mich wahnsinnig. Die ich bei Zozayak geholt hatte. Emil liebt sie. Und darüber einmal Bananenchips vom Juli 2020. Hupala. Da habe ich noch eine komplett neue Packung. Die sollte eigentlich hier drin sein. Die hatten wir doch aus der Ausstattung rausgezogen über der Waschmaschine. Nee, ich sehe sie. Da hinten in der durchsichtigen Box. Die werden jetzt einmal aufgefüllt.
Die Beschriftung kann bestehen bleiben, weil das nur die zweite Packung von denen war, die ich ohnehin schon hier in das Fach gefüllt hatte. Ganz oben war, glaube ich, das ist auch gerade nicht beschriftet, immer das Hygienestreu von Emil. Da sehe ich noch ganz leichte Überreste. Ich überlege gerade, was ich da reinmachen möchte. Ich glaube, ich nehme hier Pinien- und Sonnenblumenkerne. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wann ich die geöffnet habe. Ich guck mal, dass ich die recht zeitnah einfach aufbrauche und das auch dementsprechend hier vermerke. Diese hübsche neue Aufbewahrung wird mit Annalenas Ratatouille-Geschenk befüllt. Da hat Emil schon richtig viel von bekommen, weil er es super lecker findet. Hier habe ich noch die Leckerbissen Mais und Erbse, die ich im März 2020 bei Rudipet bestellt habe. Ich hoffe, ich kriege die irgendwie auch noch mit hier rein. Ich mache das gleich, wenn ich die Hände wieder frei habe. Das heißt, wir haben eigentlich hier schon unseren Leckerchenturm fertig, das Ratatouille, das Emil so liebt. Hier Auffüllleckerchen für den Leckerchenturm, aber auch die Löwenzahnwurzel sowie die Erbsen und Mais. Leckerbissen. Hier haben wir noch Platz für neue Leckerchen, die vielleicht dazukommen und in Plastik verpackt sind. Das können wir hier auch noch verstauen. Und wenn man hier noch das Trockenfutter, das ich umgefüllt habe, und die Haselnusszweige dazu tut, ist es eigentlich das, was ich regelmäßig für Emil benötige und was seinen Platz unter dem Nagarium finden soll. Dazu kommt jetzt noch der Flachs, den ich hier in die Röhre umfülle. Das hier, der Sand und das Hygienestreu sind in einer gesonderten Box. Dazu kommt dann eingeöffnetes Überstreu. Das wäre hier gerade einmal dieses. Und ich muss mir noch durchsichtige Boxen für die Überstreu holen, die wir jetzt von Hugo zugesendet bekommen haben. Das sind ja ganz schön viele. Und wir können ja schauen, dass wir immer eine offen haben und hier dazulegen und den Rest im Schrank aufbewahren. Jetzt aber noch eine wichtige Info zu dem Topfresh-Sand, den ich beim Futterparadies bestellt habe. Ich habe hier eine Nachricht bekommen. Ich lese sie einmal vor, damit man den Namen der Absenderin nicht sehen kann. Im Internet steht, dass der Sand Sepiolit enthält. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sepiolit bildet verfilzte Massen, die einem gewebten Stoff ähneln. Das bildet auch Fasern im lungengängigen Bereich. Diese Fasern verweilen in der Lunge, wo sie Krebs erzeugen. Man kann diese nicht aushusten. Das kann für den Menschen, aber auch für das Tier gefährlich sein. Da ich das nun weiß, werde ich den Sand auf keinen Fall nochmal kaufen und möchte ihn auch nicht weiterempfehlen. Ich werde jetzt mal das Chaos hier beseitigen. Es wird nämlich schon langsam dunkel. Und mal schauen, ob Emil gleich nochmal wach wird und vor die Kamera möchte. Mittlerweile ist schon wieder Abend und Emil kriegt heute das Relax-Überstreu in seinem Nagarium verteilt. Ich bin mal gespannt, wie es ihm gefallen wird. Ich finde, es riecht super lecker. Und es ist auch richtig schön weich. Ich weiß gar nicht, was die Elemente hier sind. Ich zeig's dir mal hier. Ich hoffe, die Kamera fokussiert. Das müsste wahrscheinlich das Kuschelmoos sein. Das ist total schön. Das fühlt sich richtig weich und gemütlich an. Im nächsten Video zeige ich dir sehr gerne, wie Emil es gefallen hat. Ich möchte mich jetzt auch aus diesem Video verabschieden und bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Zum Schluss siehst du den kleinen Emil in seinem Auslauf, wie er sich noch über die Überreste des Abenteuerstreus von gestern Abend hermacht. Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar und natürlich ein Abo. Sage bis ganz bald, bleib gesund und tschüss. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack, guess if we weren't going back.